Moin moin, liebe Schnitzel und Schnitzelinchen und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Dead by Daylight. Mit mir dabei Kyria und Vito ist natürlich auch wieder dabei. Bin ich da? Bin ich alleine heute? Ich bin hier. Nicht da, sondern hier. Ich weiß, ich bin doof, ne? Richtig doof, ey. Ja, Mann, ich bin ja voll doof. Ba-da-ba-ba-ba. Du doof. Ja, ich erinnere mich noch an die letzte Runde, an das Ende der letzten Runde und ich hoffe. Das war voll geil, ey. Das war so richtig spektakulär. Wie ich gerade noch so entkommen bin und du so gerade noch entkommen bist und dieser Vollidiot da nicht entkommen ist. Ja, was versteckt er sich auch hinter einer Mauer? Ganz ehrlich. Wie blöd muss man sein? Er ist angehittet und rennt hinter eine Mauer. Und ich stell mich noch vor ihn, damit ich den Schlag abkassiere. In der Zeit hätte er rausrennen können, aber nö. Fuck you. Ha! Arschkeks. Aber heute wird alles besser. Heute wird ein neuer Tag. Ohne Spaß dies. Hoffentlich. Das weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen, ne? Erstmal haben wir einen Ladebildschirm, aber jetzt haben wir das seufzende Lagerhaus des Mecke-Mädchen an der Wesens. Oh, da sind wir in letzter Zeit häufiger. Ich starte mit einer anderen Mac. Ich starte dabei... ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich starte bei einem Haken, den ich gerade direkt sabotiere, und dann mache ich danach sofort einen Generator, der gerade auf niemanden schon begonnen wurde. Hi! Hallo. Ah! Oh. Ups. Ups. Oh Gott, jetzt habe ich der Mac voll ein Vollatz geknallt. Oh Gott, tut mir das leid. Ich habe die nicht gesehen. Die meldet mich jetzt bestimmt für scheiß Spiel und Unkameradschaftlichkeit. Alter, kann die mal... Ey. Weißt du, ich will hier die ganze Zeit den Generator weitermachen. Aber es läuft immer wieder dorthin, so dass ich... hier den Generator nicht weitermachen kann. Ah, ich bin jetzt bei ihr ganz an der Nähe. Sie wird jetzt auf den Haken gehängt. Heißt, du holst ihr runter? Was macht der Killer? Er ist hinter mir her. Heißt, soll ich sie holen? Ich lock ihn gerade richtig weit weg vom Haken. Das ist kein Thema, du kannst es locker holen. Ja, ich bin nämlich an der anderen Seite der Map. So, ich bin gleich bei ihr. Ist er noch hinter dir? Ja. Nee, ich glaube, ich habe ihn ausgetrickst. Ja, ich habe ihn tatsächlich ausgetrickst. Er läuft jetzt gerade wieder Richtung Haken. Lol. Das war ja einfach. Ich weiß, ich bin so eine Schleife gelaufen. So ein Unendlichkeitszeichen und das hat mich irgendwie verwirrt. Na toll, ich habe einen Generator explodieren lassen. Ich habe einen Scheißversteck. Ein Scheißversteck. Das ist nicht so schön, ne? Nicht gesehen. Das ist nicht so gut. Nee. Ich habe das Gefühl, ich kann mich auch überhaupt nicht mehr gut verstecken. Au! Ach, sie schon wieder. Ich habe einen Generator gleich zur Hälfte fertig. Was rennt die auch immer mir in den Weg rein? Du bist so hässlich. Oh, du liegst fast neben mir.
Was er bringt dich sogar ein bisschen in meine Richtung. Ja, ich sehe das schon. Bist du das im Haus? Ja. Cool. In welche Richtung ist er gelaufen? Lagerhaus. Hat da jetzt einen Generator angehittet? Und ich glaube, er rennt jetzt hinter der anderen Mac her. Dann hol ich ihn mal vom Haken. Die rennt gerade hinterm Lagerhaus her. Dann kommt er in unsere Richtung, ich lenke ihn ab. Na, ja, er ist jetzt hinter mir her. Versuch mich in der Zeit zu heilen. Mach das. Ich bin in diesem Lagerhaus. Soll ich den Generator weitermachen? Der ist so gut wie fertig, ich muss aber nur noch anstupsen. Okay. Ich glaube, er ist nicht mehr hinter mir. Lol, die anderen beiden sind bei mir. Scheiße. Okay, er verfolgt jetzt jemanden anderes. Oh, Gooby schon wieder. Das alles ist noch bei mir. Tut mir auch echt leid. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn immer zu ihr gelockt, weil sie dauernd in meinen Weg reingelaufen ist. Die denkt bestimmt richtig, ich bin unkameradschaftlich und will ihn abschmieren. Aber ich bin ja einmal dann auch extra woanders lang gelaufen. Ich hätte fast so gesagt, er ist um Richtung Norden. Er ist einfach, wenn du weißt, wo das Lagerhaus ist, wo ich eben gerade drin war und das Ding, den Generator gemacht habe. Dann jetzt ja, auch toll, der, komplett auf der gegenüberliegenden Seite. Ah, scheiße. Ja, er ist hier bei mir. Den Generator hattest du fertig gemacht, oder? Ja. Okay. Dann sind wir irgendwie noch nicht so weit mit den Generatoren, kann das sein? Nee. Hier war eben einer zur Hälfte fertig. Oh, er ist bei mir schon wieder. Rennt er hinter dir her? Ja, ich glaube, mich bald, mag er bald nicht mehr. Also rennt er hinter dir her, dann hole ich sie jetzt vom Haken. Oh! Lol! Scheiße. Ich dachte, die können ihn austricksen, aber ich habe mich gerade selbst ausgetrickst. Selbst ausgetrickst? Ich habe ihn von einer anderen Richtung erwartet und bin dann... Oh! Killerbetäubung, sehr geil. Ich bin dann halt irgendwo sitzen geblieben, habe dann halt in eine völlig andere Richtung geguckt und plötzlich stand er hinter mir. Ja, super. Bin ihm aber gerade noch nicht losgeworden, weil mir gehen langsam die Paletten aus. Das ist nicht so gut. Schade. Ach, da bist du. Alter, ich habe fast 1000 Punkte bekommen für die Jagd. Ich bin mir richtig lange weggelaufen. Voll gut. Nein, jetzt sag nicht, dass ich hier direkt beim Keller bin, oder? Nee, anscheinend nicht. Er hat hier Eisener Griff oder wie das Ding heißt. Oder kann ich mich freiwickeln? Nein, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Um Millimeter. Fuck. Bei uns geht gleich eine Fehlzündung an. Ey, das war ein Millimeter. Wo ist der Killer? Hier bei mir. Der jagt gerade Praco Rabano. Houston, I got a very big problem. Wo bist Scheiße. Du? Scheiße. Hier. Scheiße, ich sehe dich nicht. Achso, du liegst. Ich wollte dich gerade vom Haken holen. Da hat mich Paco Rabano ja schon runtergeholt. Aber an den Haken werde ich jetzt wieder aufgehängt. Hat er mich gesehen? Ich hoffe nicht. Ne, er läuft in eine andere Richtung. Wo ist er denn jetzt? Er kontrolliert gerade Schränke. Sag mal Bescheid, wenn er gerade nicht guckt.
Leute, es ist aber irgendwie gerade verwirrt, weil er hatte irgendwie nicht gesehen, in welche Richtung du weglaufen bist, dass sich das im Kreis gedreht. Ernsthaft? Ja. Oh, ihr seid alle so weit weg von mir, das ist ja... Ich weiß es nicht. Okay, er kommt von hinten. Nein, er ist schon wieder bei mir. Das gibt's doch nicht. Kacke, ey. Bist du ja, jetzt tot? Wenn er mich aufhängt, bin ich tot. Ja, das war richtig doof von mir. Ich habe mich halt versteckt. Hab halt nicht gesehen, dass hinter mir so eine richtig freie Fläche war und er mich easy gesehen hat und ich saß dann halt hinter einem Stein und dachte mir so, kacke. Wo ist denn der letzte Überlebende jetzt? Irgendwo in deiner Nähe war das. Kannst du mal gucken? Ich sehe gerade den Entitus. Ihr seid fast nebeneinander. Nein! Doch, seid ihr. Scheiße. Wieso liegt er denn jetzt? Er läuft genau in deine Richtung. In deiner Richtung, also in die Richtung, da wo er gerade steht, fast nebenan ist die Luke. Er ist jetzt gerade Richtung Luke gelaufen. Du kannst, kannst von deiner Perspektive Luke sogar aus sehen. Der hängt zum ersten Mal. Wo ist der Killer? Er läuft gerade in deine Richtung. Der hat sich freigewiggelt. Guck mal, da ist die Luke. Hast du bestimmt gerade gesehen. Jo. Lauf, 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 lauf! So. Habt ihr gut. Tada! Alle raus. Außer Vito. Gott sagen alle raus, ja, verarsch mich mal, ey. Wup, wup. Ah, voll gut, dass er sich frei begehen konnte. Ja, und ich habe am wenigsten Punkte, ne? Ich habe euch, ich habe so viel repariert, ich habe euch gerettet und so, und ich habe dann wieder am wenigsten Punkte, ey, so eine Scheiße. Du bist ja auch gestorben. Du bist ja nicht rausgekommen. Wenn du jetzt die 5000 Punkte damit draufrechnen würdest, dann hättest du wenigstens am zweitmeisten Punkte. Ja, das stimmt. Suchen wir uns eine neue Lobby? Ja. Bis gleich. So, dann haben wir eine neue Lobby gefunden, ne? Upp, upp. Ach, Vito. Ja. Ich bin so ausgelaugt. Stille. Ihm ist das vollkommen egal. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Dass du ausgelaugt bist? Ja. Hm. Was soll ich denn dagegen tun? Irgendwas. Nee, ich sage jetzt besser nichts. Das geht jetzt nicht schon wieder in die FSK 18 Spalte, oder? Na, nein. Die FSK 18 Spalte. Alter. Das ist ein neues Synonym. Die FSK 18 Spalte. Müsst ihr gleich aufnehmen. So. Okay, es gibt so einen geilen Generator. Was ist das denn für ein Perk? Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Perk, sage ich schon. Hier. Opfergegenstand. Ja. Blub, weiß ich nicht. Das sah voll cool aus. Was? Die mit FSK. Der Hand. Die FSK 18 Spalte, ey. Du bringst auch immer Sprüche, ne? Entschuldigung. Weißt du, und dabei dichtest du mir sowas immer an, ne? Ja, von dir habe ich das gelernt. Ja. Schlechter Einfluss. Ich habe sowas noch nie gebracht. Ich habe wieder solche Gedanken mal im Kopf, aber aussprechen tue ich das nicht. In deinem Kopf. Hören Sie nur seine Stimme oder ist es in Ihrem Kopf? Mhm.
Eigentlich will so eine Lademelodie im Ladebildschirm von Dead by Daylight. Muss natürlich aber Ja, irgendwas aber das Gruseliges sein. Gefühl. Das, was ich gerade gesungen habe, war viel zu freundlich. Warte, was? Das war auch Harry zu Potter. freundlich. Ja, Entschuldigung. Ich habe das Gefühl, dass die Ladesequenz viel, viel länger ist. Ja, es liegt ja auch teilweise am Killer, weil der Killer ist ja der Host der Lobby. Wenn ich das richtig verstehe. Und dann, wenn der Killer so ein Holz-PC hat, wo noch ein Hamster drin sitzt, der den ganzen Rechner antreibt, das ist dann so ein. Es dauert. Geht halt nicht so schnell. Mein PC ist so staubig, beziehungsweise mein Desktop, dass ich da Sau drauf schreiben kann. So. Aha. Steht da Sau Jetzt hast. drauf. Sag mal, putzt du bei dir nicht? Du doch auch nicht. Aber ob beim PC, meine Bildschirme sind nicht verstaubt. Ich kann da nicht Sau drauf schreiben. Vielleicht siehst du es einfach nur nicht, weil bei dir das Licht anders drauf fällt. Ja, ich habe ein viel helleres Licht. Ein Licht, was viel mehr zeigt. Dementsprechend müsste ich bei mir eigentlich mehr sehen, oder? Du zeigst immer sehr viel von dir. Irgendwie ist die Valkyrie heute ganz schön FSK 18. Nee, bin Ihre ich gar FSK nicht. 18 Spalte. Bin Ja, die hab ich. Und ich bin stolz drauf. Na, okay, Warum nicht ist das eine immer. FSK 18 Spalte? Heutzutage spielen da schon viel jüngere Leute mit. Heutzutage fängt das alles viel früher an. Das ist ja heutzutage schon so eine FSK 12 Spalte. Keine Reaktion. Ja. Warum lädt der so lange? Weil unser Host wahrscheinlich ein bisschen doof ist. Dann müssen wir jetzt irgendwelche spannenden Themen aufbringen und ausnahmsweise mal unterhaltsam sein. Das ist Ja, die scheiße. FSK 12 Spalte. Jo. Spielt Frau mal mit rum, ja. Die FSK 12 Spalte, ja. Die Zahl neben dem Generatorsymbol gibt an, wie viele Generatoren die Überlebenden aktivieren müssen, bevor die zwei Ausgangstore geöffnet werden können. Das war jetzt ein Hint, den wusste ich noch nicht. Gut, dass der kam. Oh ja. Hör, wie du, ich glaube Very, very, fast, very wichtig. das wird nichts mehr. Wie kannst du so etwas nur glauben? Ich weiß es nicht. Und wenn es was Möge der wird, Glaube dann. mit dir sein. Was? Ich sag, wenn es was wird, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir komplett alleine sind und ja. Wer nichts wird, wird, wird. Genau. Alles klar, dann müssen wir wohl uns eine neue Lobby suchen, oder? Bedham, Springwood? Vorschule Springwood. Das ist irgendwie. Die Map sagt mir gerade gar nichts. Und Das wir ist starten alle gemeinsam. direkt beim Keller. Das ist ja genau richtig für den FSK 12 Spalte. Aber hier ist keine Kiste im Keller. Ich Doch, hier gerade ist schon eine. wieder. Ich fühle mich wie eine Gänsemama. Oh oh. Quack, quack, quack. Alter, hier in dem Keller sind ganz viele Rohre. Es ist Anna. Schweinchen? Nein. Anna ist die Jägerin, das Häschen. Alter, ich finde in dieser Map keine Generatoren. Oh! Das ist ja fast direkt vor meiner Nase. Ich laufe immer in eine andere Richtung, oder? Oh, die läuft direkt in meine Richtung. Weil ich bin die Gänsemama und ich habe meine Babys in den Untergang. Na toll, die rennt runter in den Keller. Na, dann bin ich mal so cool und bleib hier sitzen. Viel Glück. Also den anderen Bill entdeckt. Den Stuf.
dann kannst du sie ja runterholen. Nee, Stu rennt gerade in die scheiß Hütte rein. Ist der dumm? Ich würde sagen, das wird eine kurze Runde. Ey, ja, jetzt bringt sie den halt dann auch wieder in den Keller. Wie soll ich denn da runter? Jetzt, wenn sie ihn runterholt. Nein, sie bringt ihn doch gerade runter, denn wenn ich jetzt in den Keller reingehe, stehe ich doch direkt neben ihr. Ist doch bescheuert. Die ist jetzt wieder unten im Keller, jetzt hängt sie ihn gleich auf. So, vielleicht kommt sie jetzt... Hey, lol, jetzt habe ich so eine AFK-Rabe hier über mir. Kommt sie zu mir? Das sehe ich nicht, ich habe den hässlichen schwarzen Kreis von einem Generator über ihr. Ja, ich glaube schon. Hä, hey, jetzt geht sie wieder in die Hütte runter. Camperin. Jetzt habe ich hier schon... Ich habe einen ganzen Rabenschwarm jetzt über dem Kopf. Schatz, ich komme zu dir und wir versuchen sie gemeinsam runterzuholen. Einer lenkt sie auf. Ja, sie ist jetzt bei mir. Hä, wie merkwürdig ist das denn, Alter? Und jetzt haben sich die beiden sterben lassen. Alle beide? Ja. Toll. Ich sag's ja, es wird eine sehr kurze Runde. Jetzt hab ich immer noch die Rahmen über meinem Kopf. Was soll denn das? So, ich habe jetzt einen Generator gefehlzündet und sie kommt direkt zu mir. Nee, sie ist bei mir. Hä? Ja, oder du bist bei mir. Nö, ich bin bei ihr. Lauf. Wieso lauf? Ich stehe neben dir. Oh Gott. Sie ist da hinten beim Generator. Ist sie weg? Nee. Läuft schon durch die Gegend. Mein Kopf steckt im Baum drin, geil. Sie rennt immer noch da hinten rum. Oh ja. Ist aber an mir vorbeigelaufen. Gott, ist das alles spannend hier. Ah! Ah, sie hat mich gesehen! Ich bin jetzt bei dem Generator, wo sie eben gerade war. Also lockt sie mal. Au! Weg. Eine Fehlzündung. Ach, das fängt ja gut an, Alter. Hey, wo ist sie? Ich sehe sie nicht mehr. Ido? Ja. Bei mir ist sie auch noch nicht.
Ich habe dafür gleich einen Generator an. Na toll. Dann kannst du ja mal gucken, ob du vielleicht irgendwo... Generator ist an. Dann kannst du ja schon mal die Luke suchen. Ich glaube nicht, dass ich ihr entkommen kann. Fuck! Wie die Luke denn jetzt schon angezeigt? Ja, klar. Bei zwei Generatoren? Ja. Bei zwei Generatoren wird es angezeigt. Ah, die ist voll gut. Oder wir sind einfach schlecht. Ich glaube eher zweites. Ja, es war halt irgendwie komisch, dass die beiden da direkt sich so umbringen lassen haben. Ja gut, die haben wahrscheinlich gedacht, wir retten sie gar nicht mehr. Was ich auch durchaus verstehen kann, weil ich war am Generator und du hast da die ganze Zeit gehockt und... Ja, aber warum der Bill da reinrennt in das Haus und sie nicht weglockt oder so? Das war halt richtig... Ich würde an deiner Stelle nicht so viel laufen. Die sieht die Spuren, du... Dömmel. Ja, aber ich muss doch die Luke finden. Sie bleibt doch die ganze Zeit bei mir hier in der Nähe. Ja, die rennt hier die ganze Zeit rum. Also such mal ganz in Ruhe. Viel Glück, Vito. Aber bist du sicher, dass die Luke jetzt schon angezeigt wird? Wenn du zwei Generatoren gemacht hast, dann wird sie gespawnt. Ja, aber ist sie dann auch schon sichtbar? Ja. Was ist ja denn, sie haben das geändert. Ich habe immer noch das Kinderlied in den Ohren. Ich habe das Kinderlied auch in den Ohren. Kann die Luke auch irgendwo im Haus sein? Ich glaube ja. Ey, oh, dann muss ich ja jedes Haus hier durchsuchen. Willst du mich verarschen? Du schaffst das, Vito. Ich glaube, ich höre sie nicht. Ich habe das Lied zumindest auch gerade nicht mehr. Ich habe immer so manchmal das Gefühl, dass es kommt, aber dann ist es nur in meinem Kopf. Weißt du, was ich meine? Oh Jesus. Oh Jesus. Jetzt ist es wieder da. Oh Jesus. Hast du die Luke? Nein, aber sie hat mich fast gesehen. So. Jetzt müsstest du sie auch irgendwo hören. Wenn das denn so einfach wäre. Ich höre die Luke. Geil. Yes! Good one. Gott. Aber ich bin jetzt etwas angespannt. Oh Gott, nur 4000 Blutpunkte. Das ist nicht so viel. Tja, wie sieht's aus? Vitolein. Vitolein ging allein in die weite Welt hinein. Was möchtest du denn? Wie sieht was aus? Na, rein theoretisch ist die Aufnahme ja jetzt 37 Minuten lang. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir davon wegschneiden müssen. Nee, das weiß ich auch nicht. Wie lang war denn die Runde? Hast du es gemerkt? Nö. 8 Minuten? No. 9 Minuten? Nicht lang. Dann sind wir ja bei 23 Minuten oder sowas. Oder 24, 25. Ja, gut. Also noch eine. Tada! Entscheidung gefallen. Wir machen noch eine Runde. Wuhu! Und die geht auch schon direkt los. Mit Zocker und a Crow. Was? Hey, wenn wir mit Zocker spielen, dann kann es ja nur gut ausgehen, oder? Ja, das würde ich doch hoffen. Whoop, whoop. So, und ich finde, die letzten beiden Runden waren voll lahm. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Stimmung hier reinbringen.
Wieso war die lahm? Hallo? Die Runde mit dem Schweinchen war doch echt geil. Nee, mit der Jägerin. Ja, nein. Doch, hallo? Ich bin der dauernd in die Arme gelaufen. Weißt du, wie dir da das Herzl bubbert? Ja, aber für mich war das so die... Mein Herzl bubbert nur für die. Das ist aber schön. Ja, ne? Da haben wir sogar noch ein Herz. Ist bei mir genauso. Haben wir noch ein Lebkuchenherz. Ein Lebkuchenherz, ja. Ein Herz. Jetzt habe ich gerade gespuckt. Entschuldigung. Solange du nicht unsere Zuschauer anspuckst und dann so ein Spucketropfen auf der Kamera klebt, das wäre... Unfälle passieren. Das muss man dann so hinnehmen. Da musst du halt meine Kamera rausschneiden beim Bearbeiten. Jetzt erstmal mein Bildschirm sauber. Oh, Tal der Qual. Hatten wir lange nicht mehr. Tal der Qual. Das hatten wir lange nicht mehr. Ich starte direkt bei einem Haken und einem Generator und ich habe gar keinen Werkzeugkoffer mehr dabei. Das heißt, ich kann den Haken gar nicht sabotieren. Das ist ja kacke. Ich bin beim Luftschiff. Ich bin an der Schrotthütte. Mit einer Claudette. Und in der Nähe von einem Mähdrescher. Und weiß ich nicht ansatzweise, wo ihr seid. Ich sehe den Schweinebaum. Ich nicht. Oder den Kuhbaum. Das ist auch der Kuhbaum, ne? Das ist ein Kuhbaum. Aber wir sagen immer Schwein. Doch, ich sehe den auch. Der ist bei mir im Norden. Ich habe gar keinen Kompass. Ich weiß nicht, wo Norden oder Süden oder wo auch immer irgendwas anderes ist. Ja, also Norden von mir aus. Nein, es ist von mir aus gesehen der Westen. Okay. Im Westen nichts Neues. Wir haben gleich den ersten Generator fertig. Oh, ich arbeite noch dran. Ich bin halb fertig. Ich habe auch gar keinen Herzschlag gehabt, gar keinen Killer. Oh, es scheint also, der... Guck mal, Zocker hat hier diesen Dingsbumsschleier um sich rum. Oh, der Doktor. Ist das der Doktor oder ist das Freddy Krüger mit seiner Traumwelt? Oh, das könnte auch die Traumwelt sein. Entschuldigung, ja. Ich komme mal zu dir. Du hast gesagt beim Luftschiff. Ja. Im Feld? Nee, oder bei dem im Wald. So, ich komm mal. Weißt du, da wo der Generator jetzt eingegangen ist. Ja, geh mal Richtung Norden weiter. So links, rechts am Luftschiff vorbei. Im Wald. Immer noch im Wald. Ja, ich seh dich. Jo. Ich glaube, das ist der Freddy Krüger. Was machen die denn da? Der campt bestimmt, oder? Es ist dieser Freddy Krüger. Ist er jetzt bei dir? Ich habe die Stimme auf jeden Fall gerade. Ich auch. Fuck! Ah, ich bin jetzt auch in der Traumwelt. Alter, sieht das creepy aus! Ah, fick dich, du Arsch! Sieht das für den eigentlich auch so aus? Hallo, ihr lauft direkt neben hier rum. Hey, ich sehe den gar nicht. Ja, der ist ja gerade bei A Crow. Du Kacke, Alter. Kann man irgendwie aus der Traumwelt raus? Außer, dass du aufgehangen wirst? Ich glaube, du musst zu einem Generator gehen und den Generator explodieren lassen. Er ist hinter mir. Der ist voll schnell. Warum ist er so schnell? Ich glaube, wenn er dich in der Traumwelt hat, ist er so schnell. Das ist die Geschichte von Narbengesicht. Alle bringt er nur mich, kriegt er nicht. I just got hanged. And it felt so good.
Oh, die haben dich ja direkt runtergeholt. Ja, und Freddy kommt. Ich bin schon wieder direkt in der Traumwelt. Echt jetzt? Nee, Zocker ist doch in der Traumwelt. Ich auch. Oh, du auch, okay. Und er ist direkt hinter mir. Arschkeks! Ja, spiel mit deinen Scherenfingern. Ich bin Edward mit den Scherenhänden. Das ist die Geschichte von Abendgesehen. Alle bringt er nicht unten in den Keller? Mich kriegt er nicht. Nö. Kuhbaum. Okay. Kuhbaum. Direkt beim Kuhbaum. Wir haben gerade noch mal einen Generator angemacht. Ja, ich sehe das schon. Ich mag... Das ist genau der gleiche Haken, an dem ich eben hing. Ich habe einen Lieblingshaken. Und hier werde ich sterben. An meinem Haken. Ja, und Freddy kommt direkt wieder. Er ist aber nicht hinter dir her, oder? Nee. Okay. Wo bist du? Am Zeppelin. Ja, bin ich auch. Ich laufe jetzt zu einem Mähdrescher weiter. Oh, dann bist du ja schon richtig weit. Dann bist du ja am Zeppelin mit einer rum, ne? Ja. Keller. Und tot. Ich bin dann die Nächste, die tot ist. Ja, wenn ich wüsste, wo du bist, könnte ich dich heilen. An einem Zeppelin. Ja, beim Zeppelin bin ich doch auch. An einem Generator am Zeppelin. Bei dem Generator im Zeppelin? Mhm. Da stehe ich. Nein, an einem Generator am Zeppelin. Also der Zeppelin ist von mir aus gesehen im Norden. Ja, du kommst gerade zugelaufen. Geradeaus. Hörst du schon singen? Nee, Zocker ist in der Traumwelt. Ja. Also bis jetzt gefällt mir das Zusammenspiel ganz gut. Der lief da eben. Ja. Nicht, dass er jetzt hierher kommt. Noch höre ich nichts singen. Eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Drei, vier, er steht vor deiner Tür. Fünf, sechs, es holt dich gleich die Hex. Sieben, acht, wir schlafen nicht in der Nacht. 9, 10, wir wollen nicht schlafen gehen. Das sehe ich genauso, ne? Oh, der ist schon gut an hier. Achso, du bist mir gar nicht gefolgt. Doch, ich bin auch auf jeden Fall in deiner Nähe. Wo genau bist du? Das sehe ich. Kuhbaum. Oh, Zocker hält gut durch. Ja. Hoffentlich hat er Adrenalin. Freddy kommt. Er liegt neben uns. Du den einen, ich den anderen? Ja. Hängt der Zocker auf? Ja, okay. Aber Zocker hängt zum ersten Mal, das haben wir, wir haben ordentlich Zeit, aber pass auf, er kann jetzt direkt zu den Ausgängen kommen, ne? Oh, ich hab ein Kinderlied. LOL, das ging aber mega schnell. What the fuck? Ist dein Ausgang auf? Nein. Meiner ist jetzt offen. Ich versuch Zocker runterzuholen. Euch. Ja, toll. Ja, das wollte ich gerade machen. Oh, dann hätte ich den meinen komischen Durchhaltebonus gehabt. Oh, das ist natürlich doof. Ich bin gerade in die falsche Richtung. Ja.
Zocker? Wo ist Zocker? Wo ist Zocker? Nein! Scheiße! Kacke, ey. Ach, Vito. Zocker ist beim anderen Ausgang. Scheiße! Lauf, 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 lauf! Nicht in die Richtung! Hä, da war Freddy doch gerade. Ich glaube, ich habe nicht ausgetrickst. Bist du draußen? Ja. Ich stand vor ihm, dann bin ich aber eine kurze Schleife gelaufen und dann war er plötzlich nicht mehr da und dann war er wieder hinter mir und dann konnte ich trotzdem raus. Wo ist Zocker? Der steht am Ausgang, der wartet. Bin ich weit davon entfernt? Ich habe keine Ahnung. Ach, scheiße. Ich pack's, glaube ich, nicht. Da, vor dir ist ja genau der Ausgang. Nein! Nein! Scheiße. Aber Zocker wartet noch auf dich. Ja, der ist doch hier in der Nähe. Ich sehe es. Ja, der steht direkt neben dir. Aber ich bin tot. Echt jetzt? Ja, ich hing schon zweimal. Oh, Kacke. Ja. Das hat Zocker jetzt auch realisiert und rennt jetzt raus. Ja. Na, das ist doch scheiße, dass du gestorben bist. Ist ja alles gut. Ich finde, das war trotzdem eine gute Runde. Und es war teilweise auch eigene Blödheit. Also von daher. Ich gebe da niemandem die Schuld. Auch wenn ich dich vom Haken geholt habe. Danke. Na, ich will ja niemandem die Schuld geben. Vito. Genau. Na gut, aber das war doch eine schöne letzte Runde. Ja. Also eine unterhaltsame letzte Runde. Denke ich auch. So, Kinders. Ich sagen, ist das jetzt hier das Ende vom Part? Hallo, ich habe die Ansage gemacht. Ich darf auch abmoderieren. Entschuldigung, okay. So, meine lieben Muschis und Muschelinchen, wir machen heute an dieser Stelle einen Feierabend, einen Cut und dann sehen wir uns nächste Woche Samstag wieder, wenn es wieder heißt, die FSK 18 Ritze ist wieder da. Nein, Spalte, Entschuldigung. Wow. Auf Wiedersehen, bis dahin und bye bye.